ihr seht, hat euch mal wieder Shanti bei mir. Sie ist so für ein paar Tage zu mir gekommen und wir dachten, wir müssen auf jeden Fall auch Videos zusammen drehen. Und das machen wir jetzt und auf meinem Kanal wird es heute Wahrheit oder Pflicht geben. Wir sind beide schon voll aufgeregt, weil wir super gespannt sind, wer was ziehen wird. Wir haben jetzt die Wahrheiten und Pflichten einfach gemischt. Genau. Also wenn man nicht genau weiß, was man erwartet. Ja. Cool. Und ich würde sagen, wir reden nicht noch viel drum herum, sondern fangen einfach direkt an. Okay, du kannst anfangen. Du. Also, okay. Der Gast hat Vortritt. Oh mein Gott. Oh. Hast du schon mal geklaut? Jetzt kommt's ans Licht. Ja, also ich habe mal so eine. Ich war mal in so einem Schreibwarenladen und da gab's, also da war ich noch voll jung und da gab's so Stoffmäuse und die eine hatte so eine kleine Jacke an und die hat voll perfekt zu so einem anderen Tierchen gefasst, was sie zu Hause hat. Und dann habe ich die Jacke mitgenommen. Aber ich bin trotzdem ein liebes Kind gewesen, ja. Redet in den nächsten zwei Runden mit französischem Dialekt. Ich kann das gar nicht. Oh. Okay, ich denke, ich werde das jetzt so versuchen. Ist das so okay? Ich denke schon. Du kannst normal reden? Ich denke schon, Bro. Ja. Okay, machen wir weiter. Okay. Twerke mit einer Gurke im Mund. Oh, super. Wir haben so eine richtig schöne Gurke. Die ist schön groß. Los, ich will deinen Booty shaken sehen. Nächste Runde. Französische Dialekt. Rufe eine fremde Person. Rufe eine fremde Person an und sage, du machst Schluss. Geh ran. Das ist wichtig. Ich mache ich halt über Facebook los. Okay, zweiter Versuch. Zwei schon der fünfte. Ja. Michael? Ja. Michael, bist du's? Ja. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, aber ich kann das irgendwie nicht mehr. Ich kann das irgendwie nicht mehr. Ich mach Schluss, Michael. Es tut mir leid. Ich weiß, es kommt jetzt wahrscheinlich überraschend für dich, aber ich weiß von der anderen, okay? Du hast es die ganze Zeit vor mir verheimlicht und. Was? Und leg jetzt nicht auf, ich kenne das schon von dir. Ich kann so einfach nicht mehr. Oh Mann, Scheiße. Okay, so nach 1000 Versuchen. Das war hoffnungslos. Ja. Nur einer ist rangegangen und der hat dann auch direkt wieder aufgelegt. Aber ich habe mein Bestes gegeben. Das ist sehr schön gemacht. Post. Ja! Ja!
löst es dann ja wieder auf. Poste auf deiner öffentlichen Facebook-Seite, dass du mit YouTube aufhören wirst, weil du keine Lust mehr hast. Scheiße! Oh mein Gott. Das war nach dem Video, darf ich sie da auflösen, oder? Ja, nach dem Video löst sie es dann auf. Okay. Postet. Wie oft warst du schon verliebt? Das wird gut. Keine Ahnung, also so richtig verliebt, glaube ich, vielleicht zweimal. Aber ich war schon immer so, in der Grundschule war ich oft verliebt. Also da war ich auch mit vier Jungs gleichzeitig. Das hat ja auch immer so. Und auch immer so nacheinander. Ist so der, dann eine Woche später mal der. Das war halt nicht so ernst zu nehmen. So verknallt war das dann. Ja, also verknallt schon aus, verliebt, glaube ich, höchstens zweimal. So. Ich habe eine Stuhl gekratzt. Wieso stinkt das hier so? Okay. Rufe deinen achten Kontakt an und sage, dass du nackt im Bett liegst. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Mein achter Kontakt ist eine Freundin von mir. Und ich hoffe, sie geht jetzt dran. Hallo? Sisi, ich lieg grad nackt im Bett. Was machst du so? Natürlich. Ja, was machst du so? Ich lieg grad nackt im Bett. Ich würde gerade essen. Stehst du drauf, wenn ich nackt im Bett liege? Klar, ich würde gerne male dem anderen die Augenbrauen 3 cm dick an. Yay! Scheiße! Legen wir mal los. Jetzt erstmal die Kontur schaffen, ne? Wir sind überhaupt 3 cm, das ist schon so, ne? Nein! So. Also Augenbrauen sind ja auch das Wichtigste im Gesicht. Ja, du bist ein schön vollseit und definiert. Oh mein Gott! Okay, den geilen Augenbrauen mache ich jetzt weiter. Sexy Maxi. Verkehre dem anderen die Nägel mit verbundenen Händen. Ich auch nichts drauf. Das ist super, perfekt. Mit verbundenen Augen. Oh ja, mit verbundenen Augen. Okay, hier ist meine Hand, da leg mal los. Beide Hände, oder? Ja, aber erstmal die erste, oder? Willst du beide gleichzeitig machen? Nein, nein. Oh mein Gott! Gib dir mal Mühe! Ja, ich hab gehört, man spielt einfach nichts. Ich hab mich selbst eingemalt. Wenn das so ein dreijähriges Kind gemacht hätte. Hey, es ist gut geworden, ja? Du bist besser. Also die zweite ist deutlich besser geworden als die erste. Zeig ich das mal. So, das ist das Ergebnis. Ja, guck dich mal. Sieht aus, als wenn deine Finger so dick in so Farbe einmal rein. Sie ist so heiß auch. Ich weiß. Mit wunderschönen Händen geht jetzt weiter. Deine letzte WhatsApp-Nachricht. Okay. Okay, meine letzte WhatsApp-Nachricht ist aus einer Gruppe und ist einfach nur super. Ich glaube, sie meinte damit super, ja, aber ja. Halt coolere Schreibweise und so. Lass die andere Person zu Miranda Sings werden. Na. Na. So, erstes Teil. Scheiße. Bis nach oben zu knüpfen. Stimmt, jetzt immer so an der Seite. Bei dir sieht das gar nicht so schlecht aus. We have nothing.
YouTuber an und tu so, als wärst du ein Fan. Anna. Okay. Anna ist nicht reingegangen, deswegen rufen wir jetzt Maren an. Hallo? Ist Maren da? Wer ist da? Ich muss mal Maren ganz dringend sprechen. Ich bin so aufgeregt. Hallo? Ich muss Maren mal sprechen. Ich bin ein ganz großer Fan und ich liebe ihre Videos so über alles und ich möchte auch so ein kleiner Schrank haben wie sie, weil es ist so schön und sie hat so viele Schuhe und kann ich Maren mal sprechen, bitte nur ganz, ganz kurz. Ich rufe dann auch nie wieder an. Das ist aber nicht Marens Nummer. Dann ist sie gerade zu Hause. Nee, sie ist gerade zu Hause. Bist du Tobi? Oh mein Gott, bist du Tobi? Also, kannst du Maren ganz liebe Grüße von mir ausrichten? Und ich bin ihr größter Fan. Werde ich machen, wenn ich sie sehe. Danke. Und Tobi ist auch ganz, ganz toll. Ich liebe seine Musikvideos, wenn er immer so Songs vorstellt. Das macht immer so viel Spaß. Und mein größter Traum ist, die beiden mal zu treffen, okay? Ausrichten. Ja, danke. Okay. Okay, danke. Tschüss. Hattest du mal so viel Angst, dass du die in die Hose gemacht hast? Also ich glaube, vor Angst habe ich mir noch nie in die Hose gemacht, aber ich hatte das früher... Wenn ich gelacht habe? Ja, genau, ich kann sagen. Ich habe früher, wenn ich gelacht habe, ich mir immer richtig auf die Hose gemacht. Du bist nicht Upsala. Flirte mit dem Klo. Hi. Du hast mich ganz verlegen. Du riechst so gut. Hat es eigentlich wehgetan, als du vom Himmel gefallen bist. Und deine Rundung so sexy und anmutig. Deine Haut würde ich am liebsten mit Sonnencreme eincremen. Am Strand der Karibik. Okay, hier sind jetzt nur noch zwei Zettelchen drin. Also, ich weiß gar nicht mehr genau, was da noch drin ist. Das ist mit dem Bart noch, glaube ich. Ach, scheiße. Mal dem anderen ein Bart ins Gesicht. I am Miranda mit Bart. Ab sofort bist du Luigi. No. Chica. Okay, das letzte ist noch übrig. Wir wissen beide überhaupt nicht, was es ist. Nee. Erzähl das Peinlichste, was dir je passiert ist. Also bei der Konfirmation muss man dann ja immer so nach vorne gehen. Da sind ja auch alle Eltern, alle Geschwister, Großeltern und so. Und dann haben wir schon mal. Hatte ich halt so das erste Mal so hohe Schuhe an und dann war dieser Boden halt so richtig glatt. Dann bin ich so ausgerutscht und so voll auf die Fresse geflogen. Und dann hat meine Nase auch noch so angefangen zu bluten, weil ich irgendwie auf diesen Steinboden gekommen bin. Das war schon etwas peinlich. Aber naja, shit happens. Genau, und im Nachhinein lacht man ja über sowas. Ja, genau. Okay, und damit beenden wir jetzt das Video. Wir verlassen es wunderschön. Genau, schöner als vorher. Und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und dass wir euch zum Lachen gebracht haben. Wenn ja, würden wir uns selber einen Daumen hoch freuen und schreibt uns weitere Videos in die Kommentare, die wir noch zusammen drehen können. Bin das ist zu close. No, just kidding. Und ja, ich habe natürlich mit Shanti auf ihrem Kanal auch noch ein Video gedreht. Das verlege ich euch in die Infobox und nochmal am Ende des Videos und... Ihren Kanal findet ihr jetzt auch auf ihrem Kopf. Und ja, dann sehen wir uns bald wieder. Yay. Und bis dann. Tschüss. Tschüss.